Der DRM-Preis 2024 sind 26 Projekte, 24 als engere Wahl aus Deutschland, 2 außer Konkurrenz im Ausland. Von den 26 Projekten sind insgesamt 5 Finalisten geworden. Daraus hat sich der Preisträger ergeben, diesmal aus Braunschweig von Gustav Düsing und Max Hacke, des Studierendenhaus der TU Braunschweig. Dazu kommen die 4 Finalisten. 2 davon sind höchst spannende Wohnungsbauprojekte. Dann 2 von Florian Nagler unten in München. Eine Parkplatzüberbauung, diesmal im Gegensatz zu Dante 1. Keine lineare Anordnung des Baukörpers, sondern eigentlich ein Loop mit unterschiedlichsten Wohnungsgrundrissen von 1,5 bis 5,5 Zimmern. 2. Wohnungsbauprojekt in Berlin, Kurfürstenstraße 42 von June 14. Turmartige Baukörper, die ineinander geschoben wurden. Daraus sind doppelgeschossige Apartments entstanden, die zueinander versetzt sind. Man darf sich das so ein bisschen wie so eine Schwalbenschwanzverzinkung vorstellen. 3. Finalistenprojekt, auch in Berlin, eine Revitalisierung eines Parkhauses von Nahlbach und Nahlbach Architekten in der Kantstraße. Spannendes Gebäude, Parkhaus, damals die Kantgaragen sind entstanden mit einer Doppelhelix, das heißt 2 Spiralen, die zueinander versetzt sind, sodass die Fahrzeuge nach oben und nach unten fahren konnten, ohne sich zu begegnen. Die Intention der Sanierung war jetzt, dieses Raumgefüge zu erhalten und daraus gewissermaßen eine Flaniermeile jetzt für Fußgänger im Sinne eines Kaufhauses bzw. eines gastronomischen Eventgebäudes zu realisieren. Und schließlich der 4. Finalist in Kassel von Innauer Matt Architekten, eine hölzerne Ausstellungshalle für die Kunsthochschule an den Karlsauen. Hinter mir und neben mir sehen wir den Gewinner des DRM-Preis für Architektur in Deutschland 2024. Gewonnen haben Gustav Düsing und Max Hacke, 2 Architekten mit eigenständigen Büros, die sich aber immer wieder zu lockeren Kooperationen zusammenfinden. In diesem Fall war das eine ganz besonders erfolgreiche Kooperation. Sie haben das Studierendenhaus des TU-Campus in Braunschweig entworfen und auch realisiert. Das Haus kommt sehr leicht, luftig, transparent daher. Ganz selbstverständlich. Die beiden Architekten haben eine ganz besondere Konstruktion sich ausgedacht, nämlich eine sehr zierliche Stahlkonstruktion, ein modulares System. Wir haben es eigentlich mit einem Baukastenhaus zu tun, mit geschraubten Knoten, alle gleich, nichts kompliziert verklebt, nichts kompliziert montiert. Man kann dieses Haus also auch jederzeit abbauen bei Bedarf und auch an anderer Stelle wieder aufstellen, wenn das denn nötig werden sollte. Der Gedanke dahinter war, dass zirkuläres Bauen dadurch gefördert wird und es ist auch eine enorme Materialersparnis, wenn man mit so zarten Querschnitten arbeitet.